Leute, willkommen zurück zu Westeros Cold War an diesem Dienstag, obwohl es bei mir erst Montagabend ist. Aber ja, ich habe mir gedacht, ich wusste nicht, was ich spielen soll, besser gesagt. Und dann habe ich gedacht, komm, hau mal eine Runde rein und spiel ich eine Runde Westeros noch. Hatte ich irgendwie noch gerade Lust drauf. Wir haben gerade minus 897, haben hier eine Armee von Lothar Mallory, die uns Königsmund belagert. Königsmund ist umstellt, macht deswegen kaum Geld gerade. Und es tut natürlich weh, das muss man wieder befreien. Und dann kriegt man auch wieder Kohle. Ich denke, wir können eigentlich mal mit der Armee angreifen, müssen ja nicht unbedingt mit der hier angreifen, weil sonst müssen wir raus aus dem Tor laufen und das ist immer so scheiße, das braucht immer so ewig. So, und tschüss. Eigentlich können wir da gerade mal noch hinterherlaufen, würde ich sagen. Ja, komm, die Schlacht gewinnen wir wahrscheinlich schon. Das sollten wir eigentlich packen. Wenn wir das nicht gewinnen, dann weiß ich auch nicht weiter. So. So. Ja, gerade eben richtig genial. Der Kreisvorsitzende von der JU bei uns hier hat gerade eben gefragt mich, ob ich dann im Wahlkampfteam für die Landtagskandidatin dabei bin und so. Und ich habe das vor lauter Dings total vergessen gehabt. Aber natürlich bin ich da dabei und dann hat er gerade so, und dann habe ich so gemeint, so ja, ist schon irgendwas geplant, so als erste Veranstaltung im Wahlkampf, irgendwie was, gell? Und dann hat er gemeint, ja, mach eine Kneipentour. Ja, da bin ich aber sowas von dabei. Oh Mann, oh Mann. Das ist ja richtig geil. Ich bin da bin ich auf jeden Fall dabei bei der Kneipentour. Das ist wunderbar. Da lernt man sich kennen, trinkt ein bisschen was, das ist ja auch nicht schlecht, ha? So. Aber gerade ist das nicht so ganz wichtig. Wir müssen uns ja hier um die Armee von Haus Baratheon von Königsmund kümmern. Die ist also langsam aber sicher doch nicht kommen. Wir müssen die verfolgen. Was rennt der da hoch auf den Berg? Ich glaube, ich krieg die Krise. So ist es auch nicht notwendig unbedingt, oder? So, schicken wir die gerade mal noch ein bisschen weiter vor. Ich hoffe, dass meine Leute dann gleich schießen können. So. Wahrscheinlich können sie immer noch nicht feuern, oder? Nope. Dann nochmal ein Stückle weiter vor. Die Armbrustschützen können wir auch schon mal, also die Fernbogen-Reiter-Armbrustschützen so rum, können wir auch schon mal losschicken. Einen General schicken wir darum, den anderen darüber. Die anderen zwei, eine Kavallerieeinheit, die Generäle schicken wir darum so rum. So, jetzt sollten aber meine Leute schießen können. Oder auch nicht. Ach, die haben Armbrustschütze der Königslande dabei. So, dann schicken wir mal die Infanterie noch mal ein Stückchen weiter vor. Können ruhig mal auf feuern hier. Die müssen da nicht ganz bis nach vorne laufen. Oh, die haben ganz viele Goldröcke auch dabei, das ist interessant. So. Ja, Gefolgsreiter haben sie da drüben stehen. Hier haben wir Leibwache des Generals. Ich möchte jetzt eigentlich gerade mal ein paar Schüsse hier in die feindliche Armee reinhauen.
von unseren Armbrustschützen vielleicht, und dann kann der Rest da hinten eine Einheit Sperrgardisten, beziehungsweise nee, die nee, Goldröcke. Und die dürfen auch auf die auch geschworene Schwerter da hinten. Wunderbar. Die darf man mal in die Pikenierformation bringen hier. Ja, die ziehen sich ja automatisch zurück. Greifen wir hier mal an. So, und da hinten haben wir eine Kaff. Die schicken wir hier in das Gefecht rein. Hier schicken wir die Kavallerie auch rum. So, gegen hier Königsgarde, das sind nur 30 Reiter. Ich hoffe, das schaffen unsere Leute. Die sind ja auch nicht schlecht. So. Stürmen wir da mal rein. Ja, da haben wir momentan echt heftige Verluste. Die sind echt gut hier. Haben wir da irgendwo zufälligerweise ein bisschen was an Speerträgern rumstehen? Aber die kämpfen hier schon gegen Ritter der Königslande. Ja, okay. So, machen wir das gerade mal so. Dann schicken wir mal die Armbrustschützen hier auf die feindliche Leibwache. Greifen hier mal kurz den feindlichen General an. Haben ihm jetzt hier ein bisschen den Wind rausgenommen aus den Segeln. Hier können wir gerne mal mit einer Einheit angreifen. Hier mit einer Einheit drauf. Wow, wir haben erst 5 Reiter getötet. Die machen unsere Leute ja richtig heftig fertig da hinten. So. Aber die Bogenschützen da hinten bald wenigstens weg. So. Wow, wir haben sogar ganz, ganz viele von unseren Bierhändlern hier verloren. Das ist heftig. So. Aber die Armee sollten wir ja nachher eigentlich vernichten, weil wir haben sie ja schon zweimal zum Flüchten gebracht. Deswegen soll es ja nachher was werden eigentlich. Mit der ganzen kompletten Vernichtung von der Armee. Da ist der General, ich denke, wenn wir den jetzt gleich weghauen, dann soll es eigentlich auch was werden. So, 8 Reiter. Ja, die blöden Königsmunder. Hier, wir haben ja echt noch gar nicht so schlechte Leute am Start hier. Weiß gar nicht, wie die sich die leisten können hier überhaupt. So, das war der feindliche General. Den haben wir Gott sei Dank auch noch erledigt. Hier erstmal die Armbrustschützen der Königslande. So. Die Bogenschützen sollten vielleicht nicht mehr unbedingt hier feuern. Jetzt greifen wir da mal noch an. Die dürfen darauf feuern. Die dürfen hier alle mal Nahkampfangriff starten. Die unbefleckten, unsterblichen, unbefleckten schicken wir da auch mal noch hin. So. So, das ist natürlich ganz wichtig, dass wir das Problem hier schnell lösen. Welche mit unseren Bogenschützen hier. Zusammen natürlich auch.
Ritter der Königslande, immer noch 50 Reiter übrig. 49. Ist echt heftig. So, aber jetzt sterben sie hier gerade ganz gut. Jetzt sind es noch 40. So, und jetzt flüchten sie. Das heißt, wir können hier mal ganz kurz noch ein bisschen was weghauen, glaube ich. So. Bisschen was an Reitern haben wir noch erledigt. Dann können wir hier mal kurz vorspulen. Ja, wunderbar. Jetzt haben wir da hinten noch die paar Infanteristen hier und da noch ein paar. Da haben wir die Schlacht schon erfolgreich beendet, würde ich sagen. So, wo fehlt jetzt noch was? Die reiten wo hinterher? Ja, das ist egal. Klarer Sieg, wir haben 506 Mann verloren, gell, aber, ja, das ist schon einiges, aber ja, es passt schon. Also, wir richten die hier auch wieder hin. Ja, das war die komplette Armee. Wunderbar. Super, super. Zwischen hier in der Armee hier drin. Ah, das sind nur Milizen größtenteils. Das ist gut. So. Dann, oh, der ist 70 schon, gell? Der ist ja schon 39, Renly. Okay, gut. Also dann können wir euch mal gerade hier nach Sturmkap schicken. Der Rest, ja, den nehmen wir mal noch mit, der Rest hier. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, wie wir dem Gedöns hier beikommen können. Es sind ja schon einige Armeen hier und auch gar nicht so schlecht. Okay, die scheinen ziemlich kacke zu sein, bis auf die Generäle, aber hier ist auch noch einiges drin. Da müssen wir auf jeden Fall aufpassen, dass die uns da nicht erledigen. So, ja, ich würde ja gerne mal meine Truppen da vom Haus Tully da oben bei der Steinsepte vielleicht abziehen, aber ich traue dem Haus Tully nicht so ganz. Und so wahnsinnig viel haben wir da jetzt auch nicht, also die können wir auch da lassen eigentlich. Aber da können wir mal ein bisschen was mitnehmen von, die Einheiten. Schicken wir mal nach Königsmund. Die schicken wir auch nach Königsmund. Da haben wir nirgends mehr was Vernünftiges, gell? Nee, haben wir alles unnötig, haben wir alles ausgeplündert schon. Was es zum Ausplündern gab. Ah, hier noch eine Einheit. Geschorene Schwerter. Ja, wunderbar. Ja, jetzt haben wir hier nochmal einige wirklich gute Einheiten, die dann gleich da hochgeschickt werden. Dann passt es. Können wir da gleich die Armee so ein bisschen aufbauen da oben. So. Das macht die Stadt wenigstens wieder gut Kohle. Dadurch bekommen wir insgesamt auch wieder mehr Geld. Ganz klar, so. Hab gerade gedacht, das wird ist nicht mehr Winter, aber leider doch. Oh, die haben hier gerade ziemlich auf die Fresse gekriegt, wie es aussieht. Das ist schon mal ganz gut. Nehmen wir mal den hier kurz raus, die sind ja alle total fromm, null. Ja. Nehmen wir den kurz raus, nicht, dass die hier irgendwie bestochen werden, weil das wäre eklig. Die haben zu viel Geld gekostet, dürfen nicht bestochen werden. So. Wo hat man denn noch solche hier drin? Hatten wir hier eine Einheit von? Ne, hier, oder? Ne, auch nicht da drin, haben wir es auch nicht gehabt. Naja, geil, schicken wir sie trotzdem mal da rein. Jetzt haben wir noch hier zwei Plätze frei gerade, dann schicken wir die mal gerade noch da rein, ja. Die schicken wir
da runter. Dann können wir die jetzt da hochstellen. Und passe Steinverarbeitung haben wir hier unten fertig gebaut. Schön, ja, können wir weiterbauen. Noch ein bisschen was geht hier sicher an Wirtschaftsgebäuden. So. Und dann würde ich sagen, können wir eigentlich fast mal hier das, außer die Einheiten, die ich extra für die Stadt gebaut habe, nur die Bauern. Habe ich nur die Bauern hierfür rekrutiert oder was? Dachte, das wäre mehr gewesen. Naja, dann schicken wir mal auf jeden Fall mal die Bauern raus. Goldröcke brauche ich ja nicht unbedingt. Ja. Bauen wir mal noch die Einheit hier. Oder kommen eine Einheit Goldröcke schadet vielleicht auch nicht so unbedingt. Dann haben wir das hier mal. Für die Armee haben wir hier auch nochmal so das heftige Minuswachstum, oder? Macht das einen Unterschied? Ich glaube, das hat gar keinen Unterschied nicht mal gemacht hier. Naja, passt schon. Werden ja nicht in einer Runde hier angreifen können. Wobei, doch, können sie vielleicht schon. Ups. Aber das gerade mal so. Doch wieder. Ah, sogar mit dem haben wir sogar ein niedrigeres. Niedrigeren Bevölkerungsschwund, so rum. Ja, nicht so wichtig. Wir machen das jetzt hier einfach mal weiter. Und warten dann einfach noch ein bisschen ab, bis wir noch Truppen haben. So, hier haben wir auch noch zwei Einheiten. Die nehmen wir auch noch mit Sturmkap. Söldnergesetze, wow. 8075, aber zweimal Eisenspeier, zweimal Unbefleckte. Oder bauen wir eine Söldnergilde? Oder irgendwas anderes noch? Ja. Nehmen wir vielleicht so eine Einheit, bauen wir vielleicht doch das hier noch. Die Marinewerft können wir bauen. Das können wir bauen. Nehmen wir einfach mal alles in die Schlange, was wir vielleicht brauchen könnten. Tischlerei. Rekrutierungsbüro, das wäre vielleicht auch noch so eine Sache. Oder die Meisterschwertgilde hier. Upsa. Haus der Veteranen, machen wir das mal schön so. Ja, das passt. Wir haben gerade eh nicht mehr so viel Geld, aber trotzdem. Wie viel kosten die hier eigentlich? 500 Unterhalt. Aber wenigstens können wir die jetzt hier fortbilden, falls wir sie mal brauchen, gell? Ist ja auch nicht schlecht. Volantische Kaserne, komm, bauen wir hier mal eine volantische Kaserne. Schadet auch nicht. Ist sicher auch kein Fehler mal. Goldröcke, 3 verfügbar. Schwert der 7, Reiter der 7. Können wir die denn schon rekrutieren? Oh, wir haben so ein volantisches Ding hier schon. Aber Kavallerie, ja, warum auch nicht, gell? Gotteskrieger. Weiß gar nicht, wo kann man das denn rekrutieren? Die Schwert der 7, Reiter der 7. Reiter der 7, ach so. Und Schwerter der 7. Naja, die sind jetzt auch nicht so overpowered, oder? Wobei, also schlecht sind die Reiter nicht und die Infanteristen eigentlich auch nicht. Nee. Sie haben auch keine Rekrutierungskosten, nur Unterhaltkosten und die sind auch noch recht gering. Ja, das kann man sich vielleicht irgendwann mal auch noch überlegen. So, aber jetzt erstmal werden wir jetzt hier unsere neuen Armeen mal kurz zusammenstellen. Das brauchen wir ja auch mal noch. Aber davor hier unten einmal Fortbildung, die Einheit reinhauen, weiter geht's. Bau abgeschlossen, Schwarzburg, Bäckerei. Ja, brauchen wir Straßenzollbüro hier? Lohnt sich das? Weiß ich nicht. Der Vorort? Ne, brauchen wir eigentlich auch nicht.
Okay, wir können dann Stadtgebäude bauen, aber naja, brauchen wir eigentlich gerade nicht unbedingt. Kostet so viel. Machen wir einfach mal hier weiter. Was mich mal interessiert, wie sieht es eigentlich religionsmäßig aus? Oh Gott, oh Gott. Ja, bauen wir mal eine kleine Septe. Und hier. Ja, immerhin 30%. Bauen wir mal noch eine Septe. Da haben wir gleich Stand langsam aber sicher. Fischerei können wir hier mal in Auftrag geben. Hier brauchen wir eigentlich gerade nichts mehr. Ja. Wie sieht es hier mit der Religion aus? Ja, nicht so der Hammer, aber ist okay. So. Dann können wir hier mal kurz unsere Armee klar Schiff machen. Die bleiben auf jeden Fall mal drin hier. Die bleiben auch drin, genau. Aber der Rest kann mal raus hier rausgezogen werden. So, wir haben eine, zwei Einheiten Armbrustschützen nur drin in dieser Armee oder Bogenschützen. Brauchen wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen was. Da haben wir auch nicht mehr drin, wobei doch zwei Einheiten. Aber hier können wir mal noch eine Einheit Armbrustschützen rüberschicken. Aber wenigstens mal drei Einheiten. Noch eine vierte schadet sich auch nicht. So. Und so viele Speerträger brauchen wir hier vielleicht auch nicht unbedingt. Nehmen dafür lieber noch so eine Einheit hiervon. Ja, das braucht man eigentlich auch nicht unbedingt. Nehmen dafür lieber noch die hier, wobei haben wir eigentlich noch genügend Reiter. Reiter haben wir auch. Ja, die Generäle halt. Und den brauchen wir auch nicht unbedingt da drin haben. Schicken wir mal die Ritter der Sturmlande darüber. Und noch die noblen Ritter. So. Ansonsten können wir die zwei Einheiten, drei Einheiten, vier Einheiten. Vier Einheiten, fünf Einheiten. Auf jeden Fall mal nach Sturmkap schicken. Die eine Einheit volantische Infanterie. Wo haben wir sie hier? Schicken wir nach Königsmund zur Fortbildung. Sind die nächste Runde gleich wieder einsatzbereit. Und das hier ist eigentlich gar nicht so schlecht. Der hat aber nur zwei Kommando. Vielleicht tauschen wir da mal kurz die Generäle, weil der ist auf jeden Fall besser. Beziehungsweise schicken den einfach noch mit da rein. So. Jetzt brauchen wir mal noch irgendeine Einheit. Was können wir hier noch gebrauchen? Bogenschützen ist vielleicht gar nicht schlecht. Ja, komm. Wo sind sie denn? Bogenschützen, Armbrustschützen. Hier nehmen wir die. Noch mit rein. Beziehungsweise doch nicht die, sondern die hier. Wo sind sie? Die hier. Und sonst schicken wir die mal noch raus. Schicken dafür die hier rein und die hier noch mit. Und die hier. Dann nehmen wir die drei, zwei Einheiten mal raus. Schicken die drei rein. So. Und dann passt das hier eigentlich. Die Triebwerke können wir irgendwann mal rekrutieren, wenn wir das nötige Kleingeld für haben. Und dann schicken wir das da mal rüber. Und das Zeug da auch mal noch rüber. Und dann haben wir hier jetzt eigentlich zwei schlagkräftige Armeen. Die wir auf jeden Fall mal hier rüber schicken können, so ein bisschen. Und die schicken wir da in die Stadt. Und dann beenden wir mal nochmal eine Runde. Muss gerade mal gucken. Ich glaube, wir sind jetzt schon recht weit in der Zeit vorangeschritten. Ja, genau, sind wir. Können jetzt aber mal gerade noch gucken, was es noch so zu erledigen gibt. Höllhain. Ja, immerhin was gebaut. Drachenstein haben wir den Rüsthof gebaut. Das heißt, wir können hier jetzt auch Bihänder und so rekrutieren. Ist auch nicht schlecht. Ist halt die Frage, ob wir das auf Drachenstein so oft brauchen. Aber mal nochmal eine weitere Stadt mit Bierhändlern schadet auch nicht. Die schicken wir ja eh gerade schon runter zum Fortbilden. Dann brauchen wir da eigentlich gerade auch nichts mehr großartig machen. Können dann eigentlich hier belagern der Armee.
So in etwa. So, die sollen einfach alle mal belagern, das ist nicht so wichtig, die können mich hier angreifen oder es auch sein lassen, das möchte ich jetzt mal gerade nur wissen, was sie hier machen. Das Haus. Oh, die machen gar nichts gerade. Ariane Baratheon, wo ist die denn? Hallo. Das ist ja auch nicht. Ja, ich finde die jetzt gerade nicht, aber ich glaube noch nicht, dass die so alt ist, oder? Würde mich ja ein bisschen wundern. Naja, egal, dann leben wir den mal ab hier. Der ist eh scheiße. Fällt mir gerade erst auf. Gut, dann danke ich euch fürs Zusehen und mal schauen, wann hier das letzte Stündlein für die schlägt. Hier haben sie ja noch ein bisschen was an Einheiten, aber die sind jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig gut. Sind sehr dezimiert, wie es aussieht. Und dann können wir die beiden hier besiegen. Das Haus Baratheon von Königsmund und sind dann das einzige lebendige Haus, die einzige letzte Linie der Baratheons hier. Gut, dann danke ich euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao, Leute!